Willkommen zurück beim Kerbal Space Programm, Versuch Nummer 2, unser Modul hier in die Luft zu kriegen. Aber ich sehe schon, nur der eine Antrieb hier unten, das ist ein bisschen zu wenig. Aber wir nutzen es noch aus, da ist noch genügend Treibstoff drin. Ach, sind das jetzt hier die Rückstände von den Decouplern? Das ist ja nett gemacht. Gab es doch vorher nicht, oder? So sieht das jetzt also aus. Aha. Das ist ja schön, das gefällt, das ist okay. Ja, hier, die Linie ist auch recht dynamisch. Schön. Naja, kommen wir doch noch ein Stückchen vorwärts. 140. Er sieht auf jeden Fall besser aus mit dem Treibstoffvorrat. Stage View. Ach, hier kann man das umschalten. Ja. Egal. So, 160, ja, noch ein Stück. Da ist diesmal nicht so viel Platz zwischen dem Docking Port und dem Docking Port, wo ich dann ranfliegen möchte. Bei der KSS, genau gegenüber dem ersten Modul, was wir angeschlossen haben. So, 200. 100 noch. Kommen echt mit der einen Stufe bis dahin. Da versuche ich dann doch jetzt schon mal so ein bisschen mich zu neigen. Es wackelt ganz schön rum. So. Ah, 261, so können wir das machen, dann kann ich in Ruhe das Teil gleich wegsprengen, das ist jetzt auch gleich leer. Die Bub. Weg damit. So, wunderbar. Gut. Na, dann legen wir mal los. Wenn ich nicht jedes Mal abbremsen würde und bis zur Apoapsis warten würde, könnte man da auch noch mal deutlich mehr Treibstoff sparen, aber wir machen das jetzt mal so. Sieht doch schon besser aus, oder? Oh, hoffentlich bleibt da noch was über. Ja, ein bisschen mehr als beim letzten Mal schon, aber jetzt auch nicht so übermäßig viel wahrscheinlich. Das ist gut. Okay, na dann. Hol das Ding mal ein. Das wird jetzt eine Weile länger dauern, weil das hier oben Periapsis technisch oder Apoapsis 315, 300. Oh, ein paar Prozent nur noch an Treibstoff da. Vielleicht hätte ich auch einfach mehr RCS-Schubdüsen anbauen sollen. Oder die anderen. Wir haben da noch ein paar andere, die ein bisschen mehr Kraft haben. So. Jetzt müssten sie sich dann bei der nächsten Runde relativ nahe kommen. Hier drüben. Naja, auf 40 Kilometer. Ach so, sind jetzt schon weniger. Na gut. Lalala. Ich mache jetzt trotzdem mal RCS an, damit ich das Teil hier überhaupt drehen kann. Halt.
dachte ich mir. Jetzt muss ich mich drehen, damit ich hier Schub geben kann. Halt, halt, halt. Oh Gott. Okay. Lassen wir uns mal kurz automatisch aufs Target ausrichten. Okay, vielleicht kapiere ich das ja hier noch. Ja. Schwing nicht zu weit. So, ab hier übernehme ich. Na, höchstens 20 Meter pro Sekunde. So. Okay, gleiche Spielchen. Wieder die Target-Geschwindigkeit anpassen und dann wieder hindüsen. Oh, hoffentlich klappt das diesmal. Der Orbit sieht ganz, ganz miserabel eigentlich aus. Scheiße. Aber wir brauchen ja bloß ein Rendezvous eigentlich. Kriegen wir es hin. So. Okay, wie nah kommen wir? Unter 10, das wäre super. Ah, sogar noch näher. Oh Gott, Kerbin. Oh, das ist gut. So, warte mal, Anti-Target. Wie heißt das Ding hier? Sind das die Teile? Oder ist das normal oder antinormal? Müssen wir später mal testen. Target ausrichten, okay. Das gerade mal bloß kurz genommen, um zu sehen, wo hier unten das Target ist auf dem NAV-Ball. Ist gar nicht so schlecht bisher, oder? Ha, ha, hier drüben. Ich meine, ich sehe es ja auch vor mir, aber ich gehe dann doch immer lieber nach dem Navigationsball. So. Jetzt nur ein ganz kleines bisschen. Vielleicht könnte ich jetzt schon abkoppeln. Das sieht doch gut aus. Das sieht echt ganz gut aus. Man sieht sie schon leicht, die Umrisse, zumindest glänzt das hier ab und zu und dann machen wir wieder Targetgeschwindigkeit auf 0 und dann können wir uns vielleicht mit den RCS-Schubdüsen vortasten. So. Oder? Wollen wir? Ich speichere. Komm. Trennen wir es ab. Machen wir erstmal Licht an.
Und dann versuchen wir jetzt dort anzudocken. Da müsste das hier, ist das hier das Antinormal? Nee, das ist es nicht. So, wir düsen jetzt mal ein bisschen hin. Hin habe ich gesagt, nicht weg. So, mit einem Meter pro Sekunde, das reicht. Wir haben ja Zeit und den Zeitvorlauf. Ah, schön. Ach, Gott sei Dank klappt das heute. Die letzte Folge war wirklich nicht gerade eine Sternstunde. Ja, das sieht super aus. 1 Meter pro Sekunde, absolut spitzenmäßig. Die anderen Module, die lagen irgendwo bei 4, 5 Tonnen. Das hier hat dann doch schon deutlich mehr. So, ich bremse jetzt mal ab. Komme ich auf annähernd 0? Sehr schön, 0 Meter pro Sekunde oder vielleicht ein paar Zentimeter pro Sekunde. Kann ich da jetzt auch so direkt hinspringen? Ne, da möchte ich nicht hin. Eins weiter bitte. Ja, genau, da möchte ich hin. Und zwar den Dockingport hier drüben. Nanu? Kann ich nicht als Target? Ach so. Ja, genau. Wer sagt's denn? So, und jetzt kann ich ja in aller Ruhe ranfliegen. Zum halben Meter pro Sekunde. Man richtet immer automatisch aus. Müssen uns aber erstmal drehen. Wenn ich jetzt hier rüber mache, dreht er automatisch nach links. Super, das hatte mir schon mal jemand beschrieben in den Kommentaren, aber ich, wenn man sowas immer liest und das noch nie hier benutzt hat, könnte ich mir das nicht so hundertprozentig vorstellen. Aber das ist ja eine super Sache. Vielen Dank dafür. Können wir das heute auch mal testen? Komm mit. Gleiten dann erstmal hier rüber noch ein Stück. Und wieder ein Stückchen hin. Vielleicht noch ein bisschen runter, das machen wir gleich. Müssten mal schauen, wie ich andocke. Wegen den Docking-Ports hier an dem Modul. Ah, ich hätte hier hinten noch einen Docking-Port anbauen können, das ist egal. Gibt hier genügend andere noch. So, jetzt muss ich uns erstmal drehen. Damit unten auch unten ist fürs Andocken. Genau so. Damit ich jetzt erstmal gerade komme. Und dann düsen wir wieder ran. Aber ich müsste es dann echt drehen. Nach rechts oder links ist egal. Aber dass die Docking-Ports in dem Fall nicht nach oben und unten zeigen, da hätte ich gerne die ersten Solarsegel halt.
jetzt mal auf 4 Meter ran. Halt. So rum. Oha. So, das könnten wir so machen. Jetzt müssten wir bloß noch ran. Nur noch ein Stück ran und ein Stück runter und ein Stück links wahrscheinlich, so wie ich das hier gerade sehe. Moment. Jetzt ist ja hier die Steuerung wieder. Halt. Alles verkehrt. Runter, runter, runter. So. Dann versuchen wir es mal anzudocken. Noch mal ein bisschen drehen. So. Komm schon. Noch 1,5 Meter. Flupp. Und da saugt sich es automatisch an. Jawoll. Sehr gut. Und dann packen wir doch direkt mal die Sonnensegel aus. Ja. Genau. Ein bisschen drehen könnten wir es vielleicht noch. So einen kleinen Tick nach rechts. Ich könnte ja einfach hier abdocken nochmal und von hier steuern. Und dann müsste es dir reichen, wenn ich einfach bloß einen Tick nach rechts drehe. Ich probiere das mal. Kommt doch an. Was? Will er nicht? Nein, doch an. Du Sau. Wenn sich es jetzt ransaugen könnte. Scheiße. Sie ist nochmal gedreht, aber. Ah ja, doch. So super. Sehr schön. Genau. Ha. Geht doch. Wunderbar. Jetzt würde ich hier alle RCS-Schubdüsen bedienen, wenn ich es drehen möchte. Uiuiui. Na gut, man könnte die ja auch. Kann man die auch ausschalten? Ja. Na, es wird doch langsam. Haben wir hier das nächste Modul dran? Ah, da müssen wir mal schauen, was wir hier noch so anbauen können. Na, sehr schön. So, zurück in das Space Center. Flug geglückt diesmal. Auch relativ gut sogar. Bin ich sehr zufrieden. Da müssen wir mal noch das, was hier im Orbit. Moment. Hier. Weg damit. So. Wir haben auf der Mondbasis das erste Modul stehen, ne? Genau, das Ding. Und da ist ein Dockingport dran. Die hatten wir auch so abgespeichert. Das ist das, genau. Und dafür bräuchten wir jetzt erstmal hier so ein kleines Testgelände, wo ich das Ding erstmal hinstelle. Moment. Das müsste klappen, so wie ich mir das gerade denke. Achso, wir haben keinen Fahrer mehr. Ich glaube, das war gerade die letzte, die wir hochgeschickt haben. Brauchen wir vielleicht gar nicht. Halt. Ich muss mal kurz die Dinger hier invertieren. Ja.
Wenn ich das Ding nämlich auf dem Rover hier irgendwo hinfahre, dann unter dem Modul, was hier angeschlossen werden soll, auch einen Rover baue, dann haut das auch größentechnisch auf den Mond nachher hin. Da kann ich es dann nämlich, wenn es relativ leicht ist, mit irgendwelchen RCS-Schubdüsen noch hier andocken. Aber das klappt auf Körbe nicht, deswegen fahren wir das jetzt erstmal hier runter. Und das zweite Modul, was dann hier dran soll, machen wir das gleiche. Da können wir dann auch gucken, ob das von der Höhe so her hinhaut. Es mir jetzt echt. Oh nee, komm schon. Gibt's doch nicht. Ist mir jetzt echt der Reifen geplatzt. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Komm schon, ich will das bloß hier vorne irgendwo parken. Dann kann das da nämlich stehen bleiben. Nicht so schnell. Wir drehen das dann auch gleich, wenn wir dann das andere hier runter schaffen. Also hier unten ist so ein kleiner Antrieb, die Dinger. Und dann da oben der Dockingport, okay. So. Ich pack das Ding mal hier. Machen wir mal die Bremsen an. Und dann können wir das nehmen. So, zurück ins Space Center, dann bleibt das da stehen. Genau, das müssen wir umnennen. Achso, hätte ich gerade machen können. Na, ist egal. Wir bauen dann erstmal in der nächsten Folge das zweite Modul für den Mond. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.